Hallo und herzlich willkommen zum 10. Video der Videoserie über dynamische Logik. Beim letzten Mal hatten wir kennengelernt, dass wir mit der dynamischen Prädikatenlogik die natürlichen Zahlen axiomatisieren können. Also können wir jetzt auch in Zukunft einfach die natürlichen Zahlen als gegebene Domäne voraussetzen und uns jetzt eine weitere Frage stellen, ob, wenn wir diese Domäne festgelegt haben, nun die dynamische Logik ausdrucksstärker ist als die Prädikatenlogik über natürlichen Zahlen. Und das führt uns zu einem Begriff der sogenannten relativen Vollständigkeit. Relative Vollständigkeit der dynamischen Logik. Wir brauchen zunächst zu Beginn eine Vorüberlegung und die bezieht sich auf die Kodierung von Sequenzen nach Gödel, also die Gödelisierung von Sequenzen von natürlichen Zahlen. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat Gödel für seine Vollständig-Unvollständigkeitsresultate in der Prädikatenlogik diese Beobachtung gemacht. Hier geht es darum, dass man für jede endliche Folge von natürlichen Zahlen C1 bis Cn eine Zahl C definieren kann, sodass diese Zahl C diese Folge C1 bis Cn kodiert. Insbesondere heißt das, dass es eine Dekodierungsfunktion Beta gibt. Und diese Funktion Beta nimmt zwei Argumente, nämlich einmal die kodierte Sequenz und dann den Index. Und sie liefert als Ergebnis das Element, das an der ithen Stelle in C steht. Also diese Fähigkeit, dass man eine endliche Sequenz von Zahlen in eine Zahl kodieren kann, ist ein wichtiger Beitrag dafür, dass das, was wir im Folgenden anstellen wollen, auch in dem Fragment enthalten ist, das wir zur Verfügung haben. Also wir müssen uns auch darauf dann auch verlassen können, dass wir eine solche Kodierung anstellen können. Und diese Zahl, die C, die die Kodierung einer Sequenz C1 bis Cn ist, nennen wir die Gödel-Nummer und wir schreiben das dann in diesen eckigen angedeuteten Klammern. Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie man das dann auch wirklich bewerkstelligen kann. Ein sehr anschauliches ist es, dass man mit Primzahlpotenzen hier arbeitet. Also wenn wir eine Folge C1 bis Cn gegeben haben, dann kodieren wir das als Potenzen von aufeinanderfolgenden Primzahlen. Also wir haben 2 hoch C1 plus 1, 3 mal 3 hoch C2 plus 1 mal 5 hoch C3 plus 1, dann wird es mit 7, 11 und so weiter gehen, bis wir dann die letzte Primzahl, auch die würden wir um 1 erhöhen, also Cn plus 1 als Exponent haben. Da die Exponentendarstellung mit Primzahlen eindeutig ist in den natürlichen Zahlen, kann man, wenn man eine beliebige Zahl gegeben hat und die Primfaktorzerlegung davon erstellt, direkt auf die einzelnen Komponenten C1 bis Cn Rückschlüsse ziehen. Und diese Primfaktorzerlegung und das dann Rückschlüsse ziehen auf den Exponenten ist in erster Stufe ausdrückbar. Also Beta Ci, also wenn das wir aus der Gödelnummer C den ithen Index lesen, ist genau k, genau dann, wenn k plus 1 die höchste Potenz der ithen Primzahl ist, die die C noch teilt. Hier noch ein kleines Beispiel, die Folge 201 würde dann hier als 2 hoch 3 mal 3 hoch 1 mal 5 hoch 2 kodiert werden, was insgesamt den Wert 600 bildet. Mit dieser Vorrede können wir uns jetzt an die eigentliche Frage wagen und da gehen wir zunächst mal und blicken zurück auf das, was wir beim letzten Mal gesehen haben. Dort haben wir gesehen, dass nicht interpretiertes First-Order-Dynamic-Logic, also diejenige, bei der wir einfach nur prädikatenlogische Strukturen zu Rate ziehen, echt ausdrucksstärker ist als Prädikatenlogik selber, weil wir nämlich eine dynamische Logikformel angeben konnten, die sehr stark Modelle eingeschränkt hat, nämlich auf die natürlichen Zahlen eingeschränkt hat, was in erster Stufe Logik gerade nicht möglich ist. Jetzt haben wir uns daraufhin zurückgezogen und haben gesagt, die natürlichen Zahlen fixieren wir als Interpretationsstruktur. Und jetzt wollen wir aber trotzdem weiter diskutieren und überlegen, ob die dynamische Logik über dieser festen Arithmetikstruktur n ausdrucksstärker ist als Prädikatenlogik über dieser fixen Struktur n. Und wir können jetzt nicht den gleichen Mächtigkeits- oder Ausdrucksstärke-Operator von oben anwenden, weil wir oben ja darüber gesprochen haben, dass wir eine Menge von Modellen haben. Das
Passt aber hier unten nicht mehr, weil wir die Interpretation ja schon festgelegt haben. Wie können wir denn jetzt hier einen Vergleich anstellen? Für die Grundlage von Programmen waren sehr häufig die natürlichen Zahlen als feste Interpretation festgelegt, deswegen ist das jetzt hier auch kein neues Problem und es gibt dafür den Begriff der relativen Vollständigkeit. Und die relative Vollständigkeit bezieht sich immer auf eine Theorie. Also haben, gehen wir mal sehr abstrakt dran, sei L eine Logik und sei T eine Menge von Formeln in dieser Logik. Das nennen wir dann eine Theorie. Als nächsten Begriff haben wir den des Orakels. Ein Orakel OT ist eine Funktion, die für jede Formel wahr oder falsch zurückliefert, je nachdem, ob diese Formel in T enthalten ist oder nicht. Also in gewisser Weise ist das die charakteristische Funktion der Theorie. Und dieses Orakel erlaubt es uns jetzt hier, einen Begriff der Vollständigkeit zu definieren für ein Problem, das eigentlich bekanntermaßen völlig unvollständig ist. Da wir für die natürlichen Zahlen keine Entscheidungsprozedur angeben können, können wir auf jeden Fall auch nicht erwarten, dass wir für dynamische Logik über die natürlichen Zahlen eine Entscheidungsprozedur angeben können. Das ist ja eine Obermenge von Formeln. Wenn wir jetzt aber so tun, als ob wir ein Entscheidungsverfahren hätten für die Aussagen der Arithmetik, dann kann man jetzt schon sagen, gegeben dieses Entscheidungsverfahren kann man dann auch die First-Order-Logic im dynamischen Bereich entscheiden. Und dafür gibt es diesen Begriff der relativen Vollständigkeit. Also haben wir eine Logik, die wir relativ vollständig im Vergleich zu T oder in Bezug auf T nennen, wenn es einen korrekten und vollständigen Kalkül gibt, der dieses Orakel benutzt. Also es bedeutet, dass für die grundlegende Frage über der Theorie T dürfen wir das Orakel verwenden und dann ist das, was noch hinzukommt, ist das dann reduzierbar auf Aussagen in der Theorie. Für uns im konkreten Fall ist jetzt hier die Frage, können wir dynamische Logik über den natürlichen Zahlen auf Aussagen in den natürlichen Zahlen selber reduzieren, ja oder nein? Genau das wollen wir jetzt anwenden für die Arithmetik. Sei also Tn die Menge der Formeln phi, für die gilt, dass sie in den natürlichen Zahlen gelten. Also die Menge der gültigen Aussagen, prädikatenlogischen Aussagen über natürlichen Zahlen. Das Theorem, das hier steht, ist, dass die dynamische Prädikatenlogik über den natürlichen Zahlen relativ vollständig ist zu dieser Theorie der natürlichen Zahlen. Also wir haben keine neue Ausdrucksstärke hinzugewonnen durch Hinzufügen der dynamischen Operatoren im Vergleich zu natürlichen Zahlen. Anders ausgedrückt, wir können all das, was wir mit dynamischen Logikoperatoren ausdrücken können, in den natürlichen Zahlen kodieren und genau das wollen wir jetzt auch konstruktiv zeigen. Die dem zugrunde liegende Aussage ist, dass jedes DL-Programm Pi über den natürlichen Zahlen repräsentiert werden kann als eine Formel Kappa von Pi. Und wir wollen uns jetzt hier, um es nicht vollständig unübersichtlich zu machen, darauf beschränken, dass wir eine einzige Variable x haben, also die Menge der Variablen, die in Pi überhaupt auftreten, sei x. Und dieses Prädikat Kappa von Pi hat nur zwei Variablen, nämlich x und x'. X ist dann die Variable für den Vorzustand und x' ist die Variable für den Nachzustand. Und die Idee ist, dass man in dieser Formel Kappa von Pi genau die Zugänglichkeitsrelation kodiert. Also anstelle davon, dass wir Box Pi schreiben, können wir in Zukunft dann Kappa von Pi schreiben und damit dann über die beiden Zustände x und x' wirklich das, was wir bisher auf der semantischen Ebene hatten, zur Definition von Zustandsübergängen, nun tatsächlich auf die eigentliche Logikebene selber heben und dort dann als Ausdruck verwenden. Das habe ich nochmal hier ausgedrückt als Modellierungsziel in der Logik selber. Wir wollen die Möglichkeit haben und sagen, dass S, S' in der Zugänglichkeitsrelation von Pi liegen, also dass S und S' ein Paar von Vor- und Nachzustand sind, indem wir eine Formel auswerten, die Formel Kappa von Pi, mit zwei Variablen x und x'. Und die Variable x' sei in diesem Fall tatsächlich dann so interpretiert, dass wir den Nachzustand S' von x auswerten und das dann als Variable x hier zur Verfügung haben. Wir wollen also, dass diese Formel genau dann zu true auswertet, wenn der Zustandsübergang genommen werden kann.
Dieses Funktionsupdate hier sagt tatsächlich aus, dass x' den Wert von x im Nachzustand erhält. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns die einzelnen Definitionen noch einmal angucken. Also Kappa der Zuweisung, also Kappa von x wird zu t von den beiden Variablen x und x', ist genau, dass x' gleich t ist. Also wir machen genau dann einen Zustandsübergang von x nach x', wenn x' im Nachzustand die Auswertung des Ausdrucks t im Anfangszustand entspricht. Wir haben die nichtdeterministische Verzweigung. Und das ist jetzt tatsächlich einfach nochmal nachgeschaut, was denn die Kripke-Struktur hier sagt. X und x' stehen zueinander in Beziehung, entweder wenn sie über Pi1 in Beziehung stehen oder dass sie über Pi2 in Beziehung stehen. Und tatsächlich kann man das hier ganz einfach aus der Definition der Kripke-Semantik für den nichtdeterministischen Operator ableiten, dass das hier dann die Disjunktion sein muss. Und das Gleiche gilt auch für die sequentielle Komposition. Da hatten wir ja schon mehrfach festgestellt, dass das immer diesen Zustand in der Mitte braucht, also diesen Zwischenzustand U. Und diese Formel Kappa von Pi1 gefolgt von Pi2 für x und x' ist die Aussage, dass wir einen Zustand in der Mitte haben, sodass die Formel Kappa Pi1, also die ja dann den Zustandsübergang von Pi1 modelliert, von x nach U und die von Pi2 von U nach x' gilt. Auch hier haben wir eine 1:1 Umsetzung der Semantik der Kripke-Strukturen für den sequentielle Operation. Auch beim Testoperator haben wir hier keine Überraschung. Der Testoperator ist, wie wir wissen, entweder ein Abbruch oder aber wir bleiben im Zustand stehen. Und dieses im Zustand stehen bleiben ist genau diese Aussage hier. Wir bleiben, also der Wert von x ändert sich nicht, wir bleiben im gleichen Zustand. Es kann aber auch sein, dass wir aufhören, und zwar hören wir dann auf und haben keinen Nachfolgezustand, wenn phi falsch ist. Und das wird genau durch diese Konjunktion hier sichergestellt. Wir machen nur dann weiter, wenn phi wahr wird. Und wie es eigentlich immer ist bei der dynamischen Logik, kommt nun der spannende Teil, nämlich der Sternoperator, der dich durch seine beliebige, nicht beschränkte Iteration hier eine Herausforderung hat. Und diese Herausforderung kann jetzt hier tatsächlich gelöst werden durch die Gödelisierung. Und da an der Stelle brauchen wir die auch. Und auch das entspricht eigentlich sehr kanonisch dem, was wir in der Definition der Kripke-Struktur, können Sie gerne nochmal zurückschauen, gesagt haben. Diese Formel Kappa von Pi Stern für x, x' ist die Frage, ob es eine Zahl an Wiederholungen n gibt, sodass es eine Folge von Zuständen x1 bis xn gibt, sodass der erste Zustand gleich x ist und der letzte Zustand gerade x' ist, und das Zustand letztlich für alle dazwischenliegenden Zustände gilt, dass wir in rekursiven Abstieg Kappa von Pi, Xi und Xi plus 1 haben. Das hier bedeutet, dass wir jeweils den kodierten Zustandsübergang von I auf I plus 1 haben, und das für alle zwischenliegenden Zustände. Wir haben also hier durch eine Formel in Prädikatenlogik kodieren können, dass wir eine endliche Folge haben an Zustandsübergängen, die jeweils über Pi gehen. Und das ist genau die Aussage von Zustandsübergang über Pi Stern. Wir haben aber die relativ heftige Maschinerie dieser Gödelisierung hier verwenden müssen, um die Möglichkeit zu haben, hier über Sequenzen zu quantifizieren. Mit diesem Resultat haben wir uns jetzt eine Möglichkeit geschaffen, aus Programmen Formeln zu kodieren. Also für jedes Programm finden wir eine Formel, die den Zustandsübergang kodieren kann. Wir wollen das nun weiter vorantreiben, sodass wir eine Funktion Kappa haben, die von Formeln der dynamischen Logik in Formeln der Prädikatenlogik abbildet, sodass im Bereich der natürlichen Zahlen gilt, dass Phi und Kappa von Phi äquivalent sind. Also wir haben, das ist genau der Begriff der relativen Vollständigkeit, das würde genau die relative Vollständigkeit bedeuten. Wir können eine Formel mit dynamischen Logikoperatoren auf eine äquivalente Formel ohne dynamische Logikoperatoren reduzieren. Für die relative Vollständigkeit genügt diese Äquivalenz jedoch nicht. Wir brauchen auch noch die Zusicherung, dass wir das auch wirklich immer finden können, diese Formel, also dass Kappa eine berechenbare Funktion ist. Mit der Vorarbeit, die wir geleistet haben, ist das keine allzu schwere Aufgabe. Und wir können alle Konstrukte aus der
FODL die nicht die dynamischen Logikoperatoren bilden, 1 zu 1 abbilden und sind dann bereits bei der Zieloperation. Der einzige spannende Teil ist eigentlich die Abbildung der dynamischen Logikoperatoren. Und ich habe jetzt hier mal stellvertretend den Boxoperator angegeben. Und da ist jetzt die Frage, wie können wir eine Formel ohne Boxoperator angeben, die äquivalent ist zu Box Pi Phi. Und Phi sei jetzt abhängig von der Variable x, deswegen habe ich hier einmal explizit auch noch in Klammern von x dazu geschrieben. Und da können wir jetzt genau die auf der letzten Folie definierte Funktion Kappa auf Programm ins Spiel bringen. Wir können nämlich sagen, dass wir hier quantifizieren über alle Nachzustände. Das ist jetzt hier aufgrund der Tatsache, dass wir über Zustände als Variablenbelegungen sprechen können, können wir auch alle möglichen Variablenbelegungen von x besprechen, sagen für alle x-Strich, alle Nachzustände, die erreichbar sind von x. Und genau das ist der Trick, dass wir dieses Kappa von Pi hier nutzen können, um diesen Quantor einzuschränken auf diejenigen Zustände, die erreichbar sind von x. Und in diesem Zustand muss dann die Übersetzung von Kappa von Phi gelten, allerdings dann auf die Zielvariable x-Strich. Also durch Einführung einer neuen Variable und durch Einführung eines neuen Quantors können wir an dieser Stelle eine äquivalente Formel finden. Was hier als Quintessenz dahinter steckt, ist, dass wir das, was wir in der Kripke-Struktur haben, die Zustandsübergangsrelationen, die dort auf Relationen algebraische Weise beschrieben wurden, und der Box-Operator, der mit dem impliziten Allquantor über alle Nachzustände und den Diamond-Operator, der mit dem impliziten Existenzquantor hier arbeitet, dass wir die Möglichkeit haben, das tatsächlich in der Logik zu kodieren. Also die Logik selber ist so mächtig wie diese Sonderkonstrukte, die wir verwendet haben. Wenn die Logik über natürliche Zahlen verfügt. Wenn wir die natürlichen Zahlen hier nicht als Mächtigkeit haben, tatsächlich haben wir dann eben nicht diese Möglichkeit, Box und Diamond zu kodieren. Die brauchen diese Heavy Machinery von Gödel. Damit möchte ich dieses Video beenden. Durch die Beantwortung der Fragen bezüglich der Ausdrucksstärke von First Order Dynamic Logic sind wir in der Lage, beim nächsten Mal uns beim Gedankenmachen über mögliche Kalküle dafür ganz klar im Klaren zu sein, was wir erwarten können und was wohl unmöglich ist. Bis zum nächsten Mal, gute Zeit.